Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer niedlichen Folge The Gunk. Alright, wir sind auf dem Weg zum Gärtner und müssen hier aber noch ein bisschen sauber machen. Und ich glaube, wir mussten hier längs, ne? Ja, das sieht neu aus. Das sieht auf jeden Fall neu aus. Alright, so, wir müssen wahrscheinlich hier längs. Oh shit. Shit. Warte. Warte. So, komme ich da rüber? Nee. Okay, wir müssen das Rad, das Ding ein bisschen drehen. Hör doch mal auf jetzt hier. Ist ja widerlich. So, warte mal. Ein Stückchen, so. So, ja, ich komme noch zu dir. Da ist noch einer. Da ist noch so ein fieses Teil. So. Oh. Okay. Okay, wir müssen irgendwie dann nach oben. So, aber erstmal müssen wir uns um den anderen Typen hier kümmern. So, wo warst du denn? Hier warst du. Das war jetzt aber nicht nett. Das war jetzt gar nicht nett. So, hier. So, dann müssen wir noch mal ein bisschen so. Alter, jetzt reicht's mir echt. Ja. Du mich auch. So. Okay, so, wo haben wir denn einen Pilz? Haben wir irgendwo einen Pilz? Hier können wir auf jeden Fall was mitnehmen. So. Wofür sind die jetzt hier gewachsen? Bringen die uns irgendwas? Eigentlich nicht, ne? So, war hier irgendwo ein Pilz? Ne, hier war auf jeden Fall keiner. Okay, wir müssen mal gucken, wo wir... So, hier müssen wir längs... Aber hier komme ich nicht hoch, ne? Warte mal, was ist da? Was ist da? Ah, hier. Sehr gut. So, treffe ich von hier? Achso, nee, da ist er ja. Ah, jetzt macht das auch Sinn. Jetzt macht das auch Sinn. So, hüpf. Okay. So, müssen wir das, wie kriegen wir das Tor auf? Ach ne, warte mal, da ist auch noch einer. Da ist ja auch noch einer. Also so eine Pfütze, warte mal. Wir müssen noch mal, beziehungsweise, warte. Shit. Na gut. Warte mal. So. Krieg ich dich von hier? Sorry, ich wollte dich nicht abschießen. So. Er will nicht, ne? So, wenn ich jetzt so mach. Warte mal. Shit, warte. Na komm. Ah, nee. Okay, wir müssen nochmal runter. Es nützt nichts. So. Wo war das jetzt hier? Na gut. Komm her. Treffen wir nicht von hier? Doch jetzt, ne? Ja. Okay, so, dann nochmal wieder hoch. Oh ne, hier war falsch. So, wir müssen hier längs. So. Oh Mann, immer diese Hüpferei. So, dann wahrscheinlich hier. Warte mal, komme ich von... Oder warte mal. Ja, alles klar. So, hier ist eine Ranke, die lassen wir mal runter. Das kriege ich von hier nicht geöffnet, ne? Da komme ich nicht längs. Wieso komme ich da jetzt nicht längs? Wirklich nicht? Nee, es ist zu weit, ne? Ich probiere es nochmal. Nee. Okay, ich verstehe.
Du willst nicht, dass ich da längs will. So, dann gucken wir mal hier. Ja, aber von hier. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber wir kommen da oben. Wir kamen da nicht längs, ne? Warte, ich probiere es nochmal. Ich kann auch nicht dieses Teil hier drehen, ne, oder? Hier ist kein Windrad und nichts. Und von da kommen wir wahrscheinlich aber auch nicht hoch, oder? Warte. Probier das nochmal. So. Und wenn ich jetzt von hier, komme ich von hier da hoch? Auch nicht. Oh, warte mal. Nee, das hilft auch nichts. Wieso komme ich... Ich bin mir sicher, dass das hier längs müsste eigentlich, ne? Nee. Okay, dann müssen wir nochmal gucken, wie wir... Ach, jetzt stell dich doch nicht immer so an. So. Hier kommen wir aber auch nicht weiter. Und hier kommen wir auch nicht weiter. Also es muss irgendwo hier längs gehen. Oder... Ach, das oben dreht sich auch. Sag das doch. So. Okay, das hatte ich nicht gesehen, dass sich das oben auch dreht. Ah, ja. Gut. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. So. Dann einmal hier rüber. Ah, shit. Ich glaube, das ist nicht richtig gestellt, oder? Oh doch, wir kommen hoch. Alles klar. Gut. Ja. Okay. Now, let's do this. Komme ich hier rüber? Vorsichtig. Nicht runterfallen. Ooh, better watch my step. So. Und. Jawohl. Und weiter geht die wilde Fahrt. So, ich weiß gar nicht, wie viele Etagen das hier noch sind. Sind wir schon oben? Ich bin mir nicht sicher. Okay, es leckt gerade nicht. Wundert mich. Na, das ist noch eine Etage. Okay, und es leckt wieder. Oh. Was willst du denn hier? Warte mal. Okay. Das war jetzt aber nicht nett von dir, Kumpel. Wo bin ich? So, warte doch mal. Frisst du den Köder? Ja, den frisst du. Oh shit. Ich komme nicht hinten an ihn ran. So, oh shit. Ja. Oh. So. Ich wollte dem ausweichen. Na gut. Okay, der Typ ist hartnäckig. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber der frisst doch den Köder nicht, oder? Bin mir gerade nicht sicher. So. So. Nimmst du den? Ah, doch. Aber er dreht sich so scheiße um, dass ich ihn nicht absaugen kann. So. Komm noch mal her jetzt. Ah. Ich komme nicht hinten an ihn ran.
lass mich doch mal ein bisschen hier saugen. Nur ein bisschen. So, warte. Ja, ja. Okay, tschüss. Danke dir. Grüß die Mama, ne? Alright. Der war ja nett, ne? Zum Schluss, muss ich sagen. So. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich die letzte Etage. Ich habe keine Lust mehr. Ich will hier raus. Nein, natürlich nicht. Oh, oh. If I stay here, I'm done for. Gotta take this on from another angle. Okay, da geht's weiter. Hüpf. Ja, war ja klar. Ihr kleinen Mistracker. Oh, oh, oh. Hier wieder so ein fieses Teil. So. Bitteschön. So, irgendwie müssen wir da vorne hoch wahrscheinlich, ne? Eieieiei. So, okay, da müssen wir hoch. Das sammeln wir natürlich vorher ein. Okay, wir müssen wieder einen Pilz hier reinwerfen. Da ist aber definitiv keiner. Das heißt, irgendwo hier oben wahrscheinlich. Ach, hier ist noch mehr. Ich dachte, ich hätte hier alles. So, jetzt aber. Ist hier ein Pilz? Irgendwo ein Pilz. Das ist aber auch interessant, ne? Aber kann ich nicht scannen. Sieht aber sehr interessant aus. So, was macht das Rad? Wahrscheinlich das hier, ne? Das heißt, wahrscheinlich ist irgendwo auf der anderen Seite noch... Komme ich noch irgendwo anders hoch? Da waren wir hoch, ne? Ach, hier. Okay, dann ist hier... Ja, 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 alles klar. Ach nee, das ist ein Sprengteil, ne? Boah, dann nehmen wir halt das. So, guten Appetit. So, einmal. Dann müssen wir noch da an der Seite. Okay, da ist auch wieder eine Pfütze. So, und der eine muss noch. Bitteschön. So, und ich hoffe, irgendwo müsste doch hier ein Pilz... Ach, da hinten ist ein Pilz, ne? Ja, alles klar. So, das heißt, einmal hier längs, einmal hier längs. Der fällt von alleine rein. Dann einmal mitkommen. So, und braucht dich einmal da hinten. Okay, so. Du kommst einmal mit mir. So, und da müssen wir längs. Zack. Oh. War was? War gerade was? Ich glaube nicht, ne? So. Zack. I'm such a genius. Aber sowas von. Sehr gut. Hier ist ein wieder ein Tor, aber was ich nicht aufmachen kann. Okay, wir sind jetzt wieder oben und müssen wegsaugen. Oh, ich hoffe, hier ist nicht wieder irgendwie so ein Viech. Oh, warte mal, hier kann ich ja noch was scannen. Ganktröpfler.
Ah, ein abszessvoller Gang, pfui. Dessen Inhalt sich regelmäßig auf seine Umgebung verteilt. Ätzendes Zeug. Besser Abstand halten, wenn er loslegt. Das habe ich schon mitbekommen. Okay. So, dann einmal hier auflösen. Ups. Okay, wie sieht's aus? Oh, warte mal, da oben ist... Ist das das Ende? Ich glaube, wir sind jetzt ganz oben, ne? Sieht so aus. Oh, oh. Auch nicht schon wieder. Okay, diesmal kriege ich auf jeden Fall ein bisschen mal besser gesaugt. Eieieiei. So, na, na. Warte, warte, warte. Er dreht sich immer um, wenn ich den Köder werfe. Das bringt überhaupt nichts. So. Okay, reicht noch nicht. Oh, shit. Oh, come on. Ja, ich weiß doch. Okay, nochmal. So, und bitte jetzt nicht mehr lenken. Ah, warte. Oh, ich sehe nichts. Oh, oh. Hallo, ich habe einen Köder geworfen. Warum? So, lass mich doch mal hinten an den Arsch ran. So. Verdammte Axt. So, jetzt aber. Reicht noch nicht. Shit. Ronny? Ronny! Ja, ja, Ronny, ist ja klar. Nochmal. Ah, das ist aber auch ein Mistviech, ne? So, ich hoffe, das Lecken hört gleich auf. So. Kann ich den nicht irgendwie... So. So. Und hör doch mal auf, dich umzudrehen. Nicht nett, nicht nett. Oh, ich komme hier nicht durch. So, hör auf dich. Der dreht sich aber auch immer um, ne? Die Sau. Oh, es reicht einfach nicht. Ja, ja. Ja, 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 ja. Langsam wirst du nervig, Junge. Ronny? Ronny! Ja, ja, Rani, ich weiß. Das Ding wird langsam echt nervig. Alright. So, nächster Versuch. Bitte hör auf zu lecken. So.
So, einmal Köder. Oh, der dreht sich immer so um. So. Ich weiß nicht, ob Schießen was hilft. So, komm mal her. Schön stillhalten. Warte, 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 warte. Oh, warte, oh, 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 oh. Oh. Alter. Es reicht mir jetzt. So, komm her. Dankeschön. Meine Fresse. So. So, wir sammeln hier noch mal ein bisschen den Rotz ein. So. Okay, wir sind oben. Wo geht's jetzt hier längs? Geht's da längs? Oder geht's hier längs? Nö, anscheinend da, ne? Es gibt nur den einen Weg. So. Genau, hier kommen wir, glaube ich, zum Gärtner, ne? Das heißt Bosskampf. Ne, doch noch nicht. Wow, that's a lot of gunk. And it sure doesn't look happy. I wish I had my mask. Oi, 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 oi. Na, wenigstens hält er still, ne? So. Ich weiß natürlich nicht, ob wir jetzt alles beseitigen müssen. Gucken wir mal eben. Aber hier ist so viel, ich glaube nicht, dass wir hier alles beseitigen müssen. So. Okay. Nee, das kriegen wir alles gar nicht. Das kriegen wir alles gar nicht mit. Gut, das heißt einfach nur den Weg frei bahnen. So. Oh ja, ich sehe schon da oben. Da oben ist unser Ziel. Okay, let's do this. Ja, aber vorher stelle ich hier nochmal eine Barke auf. So. Okay, wir könnten im Prinzip nochmal zurückreisen, aber wir haben alles freigeschaltet. Also von daher würde ich sagen, ab zum Gärtner. Hello, my friend. Ich bin's mal wieder. I don't have all the answers. My kind has failed in many ways, but you are no better. Look, all I know is the planet is going to die if you don't stop this. And so will everyone on it. There must be another way. Well then, I must try to fight you again. I can't just rush in. Maybe I can use the gunk outside as a distraction? Ja, ist die Frage, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. So, dann schieß mal. So, hier ist überall gesperrt. Ah, da hinten ist ein Schlüsselloch, oder? Einmal kurz schießen. Ich hoffe, das funktioniert. Ja. Oh no, it's not working. Bex! We're coming.
those machines are vulnerable. Alles klar. Warte mal. Oh, warte. Diese kleinen Mistviecher. So, mal gucken. So, wahrscheinlich müssen wir hier vorne hin, ne? Machen wir nochmal eben Köder. Dass die kleinen Scheißerchen mich in Ruhe lassen. Alright, hier ist ein Schalter. Sehr gut. Aua! So, komm mal her. So, ansonsten. Gut, hier sind wir frei. Ne, warte. Hier ist noch einer. Ich glaube, wir müssen zum nächsten, ne? Ne, hier ist ein Tor. So, komm her. Ah, hier müssen wir wahrscheinlich, ne? Ja. Alright. Oh, warte. Noch mehr von den Kleinen? Nee. So. Dann einmal eben hier ranlassen. So, aber wir gehen vorher nochmal in Deckung. Shit, warte. So, jetzt aber. Nummer 2. Ich weiß natürlich nicht, wie viel das insgesamt sind, ne? Oh! Warte. Nee. Ah! Oh, aua! Ja, beruhig dich, Junge. So. Oh, shit. Warte. Jetzt muss das Timing stimmen. So, wir müssen erstmal ihn hier holen. Komm her. So, dann nochmal in Deckung. Gut. Hör doch mal auf hier. So, dann den nächsten. Oh, warte kurz. Okay, soweit so gut. So, oh shit. Oh, da hinten ist so ein großer. Zwei große. Kann ich das hier noch verwenden? Aber da kommen wir doch niemals lebendig an. Oh, shit. Warte mal. Warte mal. Versuch mal was. Dankeschön. Der hat sein eigenes Viech erschossen. So, warte. Finde ich nett von ihm. Muss ich sagen. Finde ich sehr nett von ihm. So, warte kurz. So, hier geht's weiter. Einmal schnell. Direkt damit und nochmal in Deckung gehen und. Ah, ich muss mich erstmal um diese kleinen Scheißer kümmern. So. Und der nächste. Sehr schön. Keine Ende. Reicht das? Es reicht.
Hau bloß ab, du. Geh mir aus den Augen. What's so bad about wilderness? Ja, das frage ich mich auch. Everything all right, Ronnie? It will be. We just have to let everyone out of here. Magdalena. Roger. Taking the bunny down. Captain? Hope we'll be able to launch one last time. You're like the most resourceful person I know. We've got this. All right. Let's get to work. Okay, scheint, als wäre es das gewesen zu sein. Alright, Leute. Also das Ende fand ich schon sehr nice. Und auch ein bisschen herausfordernder als sonst den Rest. Ja, das Spiel war jetzt eigentlich nicht allzu schwer, bis auf den letzten Part. Der war ein bisschen herausfordernd, aber ich habe ja auch keine Skills. Ja, ansonsten muss ich sagen, das Spiel hat mir wirklich gut gefallen. Ich fand vor allen Dingen das Level-Design sehr schön, auch, dass man sich nicht wirklich verlaufen konnte. Man hatte immer verschiedene Wege, aber nichtsdestotrotz, man wusste immer, wo es längst geht und ich fand es sehr nice. Auch so ein bisschen, teilweise ein bisschen rätselig und ja, mir hat es Spaß gemacht. Und auch die Beziehung zwischen Rani und Bex. Wie sie so ein bisschen jeder ihren eigenen Weg gegangen sind, ein bisschen sturköpfig waren und nichtsdestotrotz doch zum Schluss wieder zueinander gefunden haben. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut und so, tschüss! Now what? Now I'm erasing all the location data from our logs. If the big corps come here, this place is screwed. There's gonna be a whole lot of questions to answer about where we've been. No doubt. But it won't be the first time we've lied to the authorities. We'll cook something up. Okay. How about this? A phantom quantum bolt. Erase the ship's data. And we only managed to recreate everything except for the location blocks. What the hell is a phantom quantum bolt? I don't know, but it sounds cool. Okay. We were loading titanium ore on Celeb Luna, but the ice was too thick and the cold destroyed all the hard drives. Would work if Celeb Luna wasn't owned by Stella Enterprise Inc. Damn it! They're everywhere! How about one of these then? We lost our cargo in a meteor belt and had to sell all detachable tech to make it back home. No? Okay. We got stranded on the uninhabited side of Mars, and a terrible sandstorm destroyed our drives. We got poisoned, and the substance decreased our intelligence by 50%. And thus, we can't be held responsible for our actions. Plausible. If they examined our brains, they'd find you actually have less brain cells than most people. Oh, but they'd find my brain is still above average. Haha, very funny. I give up. Why don't you come up with something? All right. You talked me into landing on a shitty dead space rock. Then you roamed the wasteland for days in search of who knows what. We ran out of fuel, and I stripped the ship of everything that would burn excessive energy, including all loose tech. I then navigated us home using an old star map. And you have now promised to write poems praising my greatness, one every day, for the rest of your life. Hey, not too bad. Except the part about the one poem a day. I mean, no one would believe I pledged that kind of commitment. Good point. Maybe we should just pretend to have severe memory loss. Last thing we remember is a green fog filling up the cabin, and after that,
Nothing. How does that explain the erased logs? The fog made them evaporate? Oh, it's gonna be a long trip home. Isn't it?